أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا Wie du das heute hier fandst und so. Wie du die Bruder hier gefunden hast und wie du es ja findest. Wie ich mich fühle, also ich fühle mich wohl, habe ich gerade gesagt. Sehr, sehr wohl. Schön, ne? Und zwar. Ja, es gibt eine Gesellschaft, aber das ist nur neu. Ja, auf Deutsch ist. Also ist die Distanz, was zwischen den Menschen normalerweise eine Hemmschwelle darstellt, ich möchte nicht zu kompliziert erzählen, ist in solchen Kreisen ganz gering bis null. Das ist das, was ich merke, außer meiner ehemaligen Erfahrung in meinem Leben, bis vor 5 Jahren. Das heißt, man ist so angekommen. Man merkt, dass man richtig angekommen ist. Das heißt, so zu Hause in dem Sinne angekommen. Und jede Veranstaltung, egal ob es beruflich oder wissenschaftlich ist oder vereinsmäßig oder sowas, ist eine riesen Distanz und große Hemmschwellen, die im Laufe der Zeit, der Gespräche, aber meistens unter Einfluss des Alkohols, wenn ich so sagen, Katastrophe, immer geringer, erst dann immer geringer werden. Und das weiß für mich heutzutage nur, dass es der falsche Weg ist. Und hier macht er auf Klick, auch in anderen Kreisen, wo ich ab und zu darf teilnehmen, merkt man das Gleiche, dass Distanz sehr, wenn nicht zu kompliziert, sehr gering ist, also fällt mir das Wort. Also warm, zu Hause, so häuslich. Man hat sich nie gesehen, aber man weiß sofort Bescheid. So fühle ich mich. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.